unser ständiger technischer Begleiter, unser ausgelagertes Gehirn, unsere Wanse in der Hosentasche. Wir alle sind heute permanent vernetzt und immer erreichbar. Die Rede ist hiervon. Was das für soziale und psychische Folgen hat, will ich aber heute mal ausnahmsweise nicht diskutieren. Das habt ihr vermutlich schon genug von anderen gehört. Was viele aber vergessen, unser Smartphone enthält die größte Menge an persönlichen Daten, die man kennt. Urlaubsbilder von unseren Kindern, die von Perversen verteilt werden könnten. Unsere intimsten Momente festgehalten über Chat, Bilder oder aber auch das Mikrofon, welches wir natürlich konstant bei uns haben. Habt ihr schon mal Werbung bekommen und euch gefragt, wie das denn sein kann? Ich habe mich mit Freunden getroffen, die ganz komische Chips mit Dönergeschmack mitgebracht haben und wir haben uns über die ungewöhnlichen Sorten ein bisschen lustig gemacht, muss man sagen. Am Tag darauf hatten zwei von uns vieren Werbung für Chips genau dieser Marke. Nur Zufall? Kann sein, aber wenn man die News, Werbung und die Amazon-Kaufempfehlung eine Weile beobachtet, werden es plötzlich seltsam viele Zufälle. Diese personalisierte Werbung oder personalisierten Inhalte macht die treibenden Firmen reich. Warum das aber ein Problem ist, klären wir wann anders. Nimmt man dann noch die Gefahr mit rein, dass einige Apps Viren und Malware enthalten, es momentan mindestens 4 verschiedene Staatstrojaner für Android und iOS gibt und nichtstaatliche Hacker ebenfalls genau diese Schwachstellen ausnutzen können, um ebenfalls alle unsere Daten oder Accounts zu stehlen, bleibt eigentlich nur noch eine Lösung. Wir müssen unsere Handys besser absichern und Dienste, die mit unseren Daten das große Geld machen wollen, so gut wie möglich aussperren oder zumindest limitieren. Denn wo keine Daten sind, kann man auch keine stehlen. Aber wie? Ich habe mir seit Weihnachten die Aufgabe gegeben, ein anonymes Smartphone zu nutzen und möchte heute meine Erfahrungen mit euch teilen. Welche Betriebssysteme für Smartphones kennt ihr? Android? iOS? Ich glaube, das sind wohl die bekanntesten. Was ihr aktuell nutzt, dürft ihr mir gerne inklusive Begründung schon mal unten in die Kommentare reinschreiben. Android und iOS von Google bzw. Apple, den wohl stärksten Unternehmen aktuell gemeinsam mit Facebook vielleicht noch, und das hat Vor-, aber auch Nachteile. Google musste schon einige Male eine Strafe zahlen wegen Datenschutz. Und auch Apple hat einigen Gegenwind bekommen, als sie eine künstliche Intelligenz installieren wollten, die nach kinderpornografischen Materialien direkt auf dem Handy suchen möchte. Hatten wir ja alles schon auf dem Kanal gesehen, beziehungsweise sehen wir regelmäßig. Das große Problem, man muss den Unternehmen vertrauen, dass das Handy wirklich das tut, was es soll. Nimmt man dann noch chinesische Konzerne mit dazu, die nochmal ihre eigene Software oben drauf legen, wird einem ganz schnell ganz anders. Etwa mit der Information, dass in China eine Minderheit auch digital verfolgt und zwangssterilisiert wird danach, wenn sie gefunden haben. Solche Verfolgungssoftware könnte man auch jederzeit auf eurem Handy anschalten. Auf der anderen Seite ist der große Vorteil, wenn man ein System von Google nutzt, natürlich klar. Es hat immer die neuesten Patches, ist immer auf dem aktuellen Stand der Technik und dadurch auch wiederum sicherer. Und hier kommen diese kostenlosen Alternativen ins Spiel, von denen ich ja schon geredet habe. Sie basieren auf Android, denn Android ist im Kern eigentlich Open Source, ein Open Source Betriebssystem, wenn man so möchte. Der Google-Teil kommt dann erst später obendrauf und den könnte man ja ersetzen. Open Source bedeutet, jeder kann den Quellcode lesen und sehen, was wirklich im Inneren passiert. Würde also ein Minderheitentracker existieren, dann könnte man das sehr gut finden. Statt nun ein vollständiges Android zu bauen, nehmen die Open Source Alternativen nun diesen Kern, der bei Android auch offen ist, und bauen darauf ihr eigenes System. Ohne Google. Und das ist dann am Ende wirklich vollständig Open Source und damit der einzige Nachteil von Android eliminiert. Das Besondere ist bei einem solchen seltenen und exotischen Betriebssystem, Viren und andere Malware laufen kaum bis schlecht darauf, denn die Techniken der Hacker müssten angepasst werden. Das lohnt sich aber kaum, weil die möglichen Opfer viel, viel weniger sind als die Nutzer von Android und iOS. Nicht vergessen, Android hat einen überwältigenden Anteil von knapp 60% auf dem deutschen Markt. Nimmt dann noch die knapp 40% von iOS dazu, bleibt wenig anderes übrig. Um dieses Wenige geht's heute.
Da gibt es zum Beispiel Graphene OS, welches allerdings nur auf Google Pixel Geräten läuft, kleine Ironie, ich weiß, um den besten Hardware Support zu gewährleisten. Graphene setzt den Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit und implementiert zusätzliche Schutzmechanismen, die es so in Android nicht gibt, in ihrem System on top. Was die Unhackbarkeit angeht, scheint mir Graphene eine echte Bombe zu sein, die kaum zu knacken ist. Die Installation habe ich ja schon als Tutorial für euch festgehalten, die ist natürlich auch nochmal in der Endcard verlinkt. Die ist wirklich nämlich sehr einfach. Leider läuft Graphene, wie gesagt, ausschließlich auf Google Pixel Smartphones und das haben die wenigsten. Von manchen Fans besonders geliebt ist natürlich auch Calyx OS, welches ähnlich wie Graphene besonders auf Privatsphäre und Sicherheit ausgelegt ist. Leider läuft auch das nur auf sehr, sehr wenigen Smartphones, darunter auch wieder das Google Pixel wegen dem TPM-Chip und ein, zwei Xiaomi-Modellen. Eine weitere Möglichkeit ist aber IOD. IOD bezeichnet sich selbst als privacy-freundliches Eco-Betriebssystem und möchte deswegen vor allem energiesparend sein. Auf der Webseite kann man sogar direkt Smartphones kaufen, die IOD vorinstalliert haben. Ebenfalls verfügbar sind EOS und Replicant, welche auf Lineage OS basieren, und Lineage OS gibt es natürlich auch noch. Alle drei verfolgen denselben Zweck und wollen eine Alternative ohne Tracking darstellen, sind aber weniger extrem, möchte man sagen, wie Graphene oder Calyx. Es gibt noch viele weitere, die man teilweise auch wirklich vorinstalliert kaufen kann oder zumindest nicht allzu kompliziert mit etwas technischem Know-how installieren kann. Für meinen Test habe ich aber ein anderes System genutzt. Das Wollaphone, welches ich übrigens für den Test sogar gratis erhalten habe. Danke dafür. Wolla ist ein Hersteller, der über Crowdfinanzierung selbst Smartphones herstellt, die auch auf einem entgoogelten Android basieren und direkt vorinstalliert sind natürlich. Das System ist damit ein eigenes, nämlich Wolla OS. Wolla ist ein deutscher Hersteller. Die Smartphones werden vom ebenfalls deutschen Hersteller Gigaset in Zusammenarbeit hergestellt. Das ist aber tatsächlich dann kein Gigaset-Handy mehr, sondern ein echtes eigenes Produkt. Wolla legt den Fokus auf möglichst intuitive Nutzbarkeit. Das ist nämlich genau der Knackpunkt, warum privacy-freundliche Alternativen so schlecht im Mainstream angenommen werden. Es ist eine komplizierte Umgewöhnung und gelegentlich muss man schon technisches Know-how mitbringen, um überhaupt einsteigen zu können. Diese Schranke ist für die breite Masse absolut ungeeignet und damit auch keine Lösung für das gesamte Problem. Denn die breite Masse wird nicht umsteigen auf etwas, das schlechter oder komplizierter zu nutzen ist, das habe ich mittlerweile durchaus gelernt. Der Umstieg alleine ist schon eine Hürde, die groß genug ist. Zu meinem Test muss ich sagen, dass es zwei Versionen des Wollaphone gibt. Eine normale Schlanke und eine, sagen wir, robuste Version, die sich auch für Dullis wie mich eignet, die gelegentlich auch mal wandern gehen und dort das Handy dann fallen lassen. Fragt nicht, wie furchtbar die Hüllen und Gläser meiner anderen Smartphones aussehen. Ich durfte mir von Wolla aussuchen, welches Handy ich bevorzuge und habe mich für die robuste Variante entschieden. Die normale Variante könnt ihr euch aber vorstellen wie das Everyday-Smartphone, zumindest äußerlich. Das Wollaphone ist mit seinen Kosten von 360 Geld im eher niedrigen Rahmen angesiedelt, bietet dafür aber eine ziemlich solide Ausstattung. Das Display ist 6,3 Zoll groß und hat eine Auflösung von 2340x1080 Pixel. Die Kamera auf der Rückseite haben 16 bzw. 2 Megapixel und die Frontkamera hat ebenfalls 16 Megapixel. Toll für mich ist aber, ich habe sowohl einen Klinkenstecker und den Platz für eine MicroSD-Karte. Außerdem kann ich zwei SIM-Karten einlegen statt der MicroSD-Karte, wenn ich das möchte. Gerade der fehlende MicroSD-Karten-Slot ist für mich bei vielen High-End-Android-Phones ein K.O.-Kriterium, möchte man sagen. Ich brauche einfach viel zu viel Speicher dazu auf meinem Smartphone. Der Akku hat starke 4700 mAh und kann via USB-C oder auch kabellos geladen werden. Die Leistung ist aber leider nicht so doll, wie man sich vielleicht erhoffen würde. Der MediaTek Helio P23 ist nicht gerade der stärkste Prozessor und schon ein paar Jahre alt und 4 GB RAM sind auch nicht mehr das meiste. Aber darum geht es bei dem Smartphone auch nicht wirklich. Will man so viel Leistung, ist vielleicht das Google Pixel 6 mit einem Graphene OS die bessere Lösung. Das funktioniert auch schon. Um intuitiv bedienbar zu sein, hat Wolla OS noch einige spezielle Features wie das Sprungbrett, welches immer als erstes angezeigt wird, sobald man das Handy entsperrt. Dort kann ich tippen, was ich tun möchte.
Da ich aber eher mit den Apps direkt interagiere, war das Feature für mich meist nicht so hilfreich, ist aber natürlich Geschmackssache. Das Startmenü mit einigen Apps im Schnellstart an der Seite war tatsächlich deutlich hilfreicher. Es unterscheidet sich aber nur wenig von der ersten Seite im Android-System, wenn man so möchte, dem Desktop quasi. Viel wichtiger ist ja die Frage, die all diese Smartphones bzw. Betriebssystemalternativen verbindet. Ein Android-System ohne Google. Wie gut lässt sich das bedienen? Mein Setup ist ziemlich kompliziert mittlerweile, aber ich bin nicht der typische Smartphone-Nutzer. Ich verbringe viel Zeit am Handy, aber nur, weil ich damit arbeite. Stories für Instagram erstellen, Twitter, selbst WhatsApp nutze ich manchmal für die Arbeit, weil ich einfach muss, denn einige meiner Arbeitskollegen wechseln nicht und ich bin auf sie angewiesen. Deswegen stand für mich fest, dass ich den kompletten Test eigentlich für die Arbeit nicht wirklich durchführen kann. Dazu bin ich mittlerweile einfach zu sehr YouTuber und zu wenig Privacy-Mensch, zumindest was meine Arbeit angeht. Mein privates Leben hingegen, ja, auch ich habe gelegentlich mal Freizeit, verbringe ich weniger am Handy und mehr wie ein normaler Nutzer. Ich denke, das bildet normales Verhalten eher ab. Das Einrichten des Wallaphone gestaltet sich eigentlich echt einfach. Das System ist fertig installiert und man installiert sich eben Apps nach wie üblich. Allerdings gibt es keinen synchronisierten Dienst, wie jetzt zum Beispiel bei einem Android-Handy, der sich merkt, was man auf seinem alten Gerät für Apps installiert hatte und die direkt auf dem neuen auch wieder installiert. Auch Kontakte müssen entweder händisch oder per Export übertragen werden. Für erfahrene Nutzer gibt es da auch Austausch-Apps und Formate wie DAVX5 und so weiter und so fort, aber es ist halt doch viel mehr von Hand als bei einem neuen Android-Handy. Auf der anderen Seite sinkt so vielleicht aber die Hürde, sich alle paar Jahre ein neues Telefon zu kaufen, ohne dass man es braucht. Wer weiß. Auch die Installation der Apps unterscheidet sich, denn ratet mal, der Google Play Store ist von Google. Den gibt's also nicht auf Walla OS oder irgendeinem anderen der alternativen Betriebssysteme. Man greift hier hauptsächlich auf den F-Droid Store zurück. Das ist ein App Store, ähnlich wie der Play Store, aber jede einzelne App darin ist komplett Open Source und kostenlos. Darin befinden sich also nur ein Bruchteil der Apps des Play Store. Privacy-freundliche Apps wie den Signal Messenger oder auch mein E-Mail-Client Tutanota gibt's dort aber durchaus. Kostenpflichtige Spiele kann man dort nicht finden, ebenso wie Spotify oder YouTube. Dafür gibt es dann den Aurora Store. Den kann man im Zweifel, falls er euch irgendwie abhanden kommt, über den F-Droid Store installieren, der ist dann aber schon bei Walla zumindest vorinstalliert. Im Aurora Store findet man dann eigentlich soweit jede App, die auch im Play Store ist, inklusive YouTube, Google Maps oder Spotify. Sogar Instagram, TikTok und WhatsApp sind dort zu finden. Natürlich wartet aber eine gewisse Warnung auf euch, wenn ihr diese Apps runterladen wollt. Privacy-freundlich ist das selbstverständlich nicht, die zu nutzen. Das Problem ist aber, dass die meisten dieser Apps die Google-Dienste verwenden. Und die sind natürlich von Haus aus auch nicht mit installiert. Twitter beispielsweise war kein Problem und ich habe mir sagen lassen, dass auch Spotify wunderbar funktioniert. Dummerweise nutze ich YouTube Music und ratet mal, natürlich hängen da die Google-Dienste dahinter. Ebenso wie hinter Google Maps und den meisten anderen Apps. Für viele bleibt dann nur noch eine Alternative zu diesen Google Services, nämlich die quelloffene Alternative MicroG. Aber selbst mit MicroG funktioniert in meinem Test nur ein Bruchteil der Apps, die ich nutzen müsste, wenn ich meinen gewohnten Workflow beibehalten möchte. Wundert euch bitte nicht über die Screenshots, ich habe mich einfach querbeet für euch durchprobiert. Aber ist das nicht eigentlich sogar der Kern der Aussage? In meinem Selbstexperiment habe ich also zuerst festgelegt, privat nur noch das Wallaphone nutzen zu wollen. Privat nutze ich fast ausschließlich Signal, Wire, Threema oder Element als Messenger. Das war also kein Problem. Nur für ganz wenige Kontakte brauche ich eben Telegram oder WhatsApp und das könnte ich durch eine Bridge in unserem Element-Server auch in den Griff bekommen. Auch E-Mail war kein Thema, da ich ja Tutanota bei F-Droid finde. Schwierig war hier aber eher, echte Alternativen zu Social Media zu finden. Instagram oder TikTok gibt es nicht in Open Source. Ein Glück für mich, dass ich da wirklich nur beruflich unterwegs bin. Ein privates Instagram werdet ihr von mir nicht finden. Das ist, denke ich, aber eine Seltenheit heutzutage und spiegelt nicht die Realität wider.
Gemein war dann doch eher eine Alternative zu anderen Diensten wie Google Maps zu finden. Da heißt es, suchen, Foren lesen und sich sehr gut informieren, denn selbst gute Alternativen wie Here We Go sind nicht Open Source und nutzen im Hintergrund Firebase und senden damit dann Daten zu Google. Es gibt aber auch hierfür Lösungen. Im Fall von Google Maps war das für mich OSMAND bzw. OSMAND, weil OSM für OpenStreetMaps steht. Das benutzt diese quelloffene Alternative. Ihr müsst euch allerdings die ganzen Karten natürlich vor Gebrauch runterladen. Da das aber auch mit mobilem Internet geht, nicht wirklich ein Problem. Im Gegenteil, weniger Datenvolumen insgesamt verbraucht als mit Google Maps, da ich ohnehin nur in einem Gebiet unterwegs war und das über WLAN runtergeladen habe. Ein bisschen Schluckauf hatte ich beim Einrichten, aber am Ende lief die Navigation absolut solide und wie gewohnt. Kleiner Extra-Bonus, den ich bei Google Maps übrigens seither stark vermisse. OSMAND zeigt euch zum Großteil der Zeit an, wie schnell ihr im jeweiligen Gebiet fahren dürft. Das ist mega, hat aber dazu geführt, dass ich selbst wohl nicht mehr ganz so aufmerksam die Schilder gelesen habe. Meine Musik habe ich während des Selbstexperiments tatsächlich nur während der Arbeitszeit gehört, denn YouTube Music ist natürlich keine Option und Radio überlebe ich nicht. Sorry. Wirklich komplett sich zu lösen ist also quasi fast unmöglich. Für viele wird ebenfalls Netflix, Amazon Prime, Disney Plus oder Crunchyroll oder sowas schwierig werden. Klar, warum sollte man das auf dem Handy schauen? Aber wenn man konsequent ist, müsste man ja ebenfalls den TV umstellen und damit fallen Streamingdienste dann ganz schnell wieder raus. Über die Website schauen zerstört den Workflow wirklich sehr, offene Alternativen gibt es nicht. Da bleibt dann fast wieder nur der Kauf auf Blu-ray oder DVD und der wird sehr schnell richtig teuer. Browser hingegen war wieder gar kein Problem. Der Brave Browser ist ganz regulär bei F-Droid zu bekommen, ebenso wie einige andere wie Firefox unter dem Namen Fennec. In der Praxis sah das dann aber häufig doch eher so aus, dass ich mein Handy eher liegen lassen habe oder wirklich nur als Messenger genutzt habe. Es fühlt sich ohne die Google-Dienste alles sehr clunky und überhaupt nicht zufriedenstellend an, denn das ist ja das große Ziel von Google und Apple, das Rundum-Sorglos-Paket, das leider auch stark abhängig macht. Das Volafone ist ein solides Smartphone, welches grundsätzlich auch eine ausreichende Hardware liefert zu einem Preis, der wirklich fair ist. Ein anonymes und sicheres Smartphone allerdings zu nutzen, verlangt heute noch einiges von den Nutzern ab. Ja, eine gewisse Medienkompetenz muss man heute besitzen, aber nur die wirklich Hartgesottenen werden stundenlang Foren wälzen, um sich über Alternativen zu jeder App zu informieren. Unsere heutige Welt erlaubt das eigentlich zum Großteil gar nicht mehr. Manche Dienste sind einfach Pflicht, wenn man nicht Unmengen für Alternativen ausgeben möchte oder einfach ausgeschlossen werden möchte. Ich meine, wer kauft denn heutzutage noch Navigationsgeräte und wer kauft sich noch jede CD im Laden? Wer verzichtet auf Netflix oder Amazon? Und wer verzichtet auf jeden Dienst, der irgendwo Berührungspunkte damit hat? Umsteigen wird durch die Anbieter auch systematisch wirklich das Leben schwer gemacht. 150 Abos, die man erstmal kündigen müsste, für die man erstmal Alternativen bräuchte, die es dann aber so nicht wirklich gibt. Man muss nicht wirklich nur umsteigen, sondern eigentlich umdenken. Von Musik streamen zurück auf Musik kaufen und auf das Smartphone dann draufladen. Ich benutze mein Smartphone in der Freizeit wirklich wenig, nutze eigentlich nie Social Media außer YouTube und habe einige anonyme Dienste, die ich nutze. Trotzdem kam ich nicht umhin, dass dann eben meine Freundin unterwegs oder im Auto Musik laufen lassen musste, weil ich einfach keine hatte. Ich komme dadurch nicht um das Fazit drumherum. Google und Apple haben eine extrem starke Marktstellung, die sich in all unsere persönlichen Bereiche zieht. In fast jedem Haushalt findet sich heutzutage ein oder mehrere ihrer Geräte, denn ohne diese funktioniert es nicht mehr. Ja, das Ziel des Selbstexperiments sollte eine Umstellung sein auf anonyme Dienste, aber für vieles gibt es einfach keine Alternativen. Legt man es wirklich darauf an, anonym unterwegs zu sein, muss man massiv verzichten, selbst wenn man bereit ist, einige Euro draufzulegen. Open Source hat ein Problem, denn es kann einfach nicht mithalten mit Unternehmen, die Millionen Gewinne mit Daten machen und damit die neuesten, tollsten Features entwickeln können. Wir haben jahrelang mit unseren Daten für Dienste bezahlt und mittlerweile will niemand mehr unser Geld. Jetzt sind Daten die einzige Währung, die uns noch bleibt. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Daher scheut euch nicht, mich zu abonnieren oder wenn ihr ohne Google-Konto unterwegs seid, gönnt mir einen Bookmark. Würde mich mega freuen.
Bis dahin, schaut euch gerne auch bei meinen anderen Plattformen um und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.